So, herzlich willkommen bei What the Food. Wir haben heute und meine Lieblingspasta gemacht. Und zwar ist es Spaghetti mit Feta-Käse, Kapern, Cashews und Petersilie. Und wie ich das gemacht habe, das seht ihr jetzt. Also, das Wasser für unsere Nudeln, das haben wir schon aufgesetzt. Das kocht da hinten schon. Dann geben wir da ein bisschen Salz rein. Pasta halt nach Packungsbeilage kochen, ne? Das ist ja dann logisch. Dann haben wir hier vorne uns jetzt in dem Fall einen Wok aufstellen. Ihr könnt auch einfach eine Pfanne nehmen. Da machen wir 3 Esslöffel Olivenöl rein. Und dann haben wir hier quasi eingelegte Kapern. Die kommen hier an eine Seite. Und dann haben wir hier uns ein paar Cashews. Brauchen wir nicht alle. Die hacken wir uns einfach ganz grob durch. Nachdem die durchgehackt sind, kommen die auch an eine Seite in den Wok rein. Das gleiche machen wir mit den Zwiebeln. Die halbieren wir, schneiden uns auch dünne Streifchen runter. Dann geben wir die Zwiebeln in den Wok. Den Knoblauch, den halbieren wir uns, machen das Innere raus. Jetzt hier bei dem Modell jetzt nicht so schön, der innere Teil. Schneiden uns das auch schön runter. So, der Knoblauch wird auch fein runtergeschnitten. Man muss bloß aufpassen, bei Nüssen geht es immer ruckzuck. Die werden schnell braun. Deswegen nur ein bisschen Auge drauf behalten, wenn er da einfach den Wok oder die Pfanne vom Herd ziehen. Ja, eine Knoblauchzehe ist auch komplett ausreichend für diese Menge. Sprich, die ist zu viel. Wenn man merkt, es ist einfach. Die Nüsse werden zu schnell braun, dann nimmt man sich einfach einen ganz kleinen Schluck Wasser, gibt den einfach dazu, tut es einfach ein bisschen pausieren. Mit der Petersilie zupfen wir uns die Blätterchen weg, also 3-4 Stangen. Dann gehen wir her, halbieren die Stiele, schneiden uns da auch, so fein es geht, einfach die Petersilienstängel runter. Es brutzelt jetzt vor sich hin. Dann machen wir uns einen Knäuel von der Petersilie und hacken die auch durch, die Blätter. Die heben wir uns jetzt ein bisschen auf, weil die kommt erst ganz zum Schluss rein. Oh, schade, dass ihr einfach nicht hier sein könnt, weil es riecht einfach richtig geil. Dann kann man das jetzt mit mehreren Variationen machen. Man kann einfach mal eine Zitrone nehmen oder eine Orange oder eine Limette. Da langt wirklich ein Viertel. Das presst man einfach über den Knoblauch, Zwiebel, Petersilien, Nussmix. Wie gesagt, man kann es mit Zitrone machen und mit Limette. Ich mag bloß den orangigen Geschmack. Finde ich, der passt super einfach dazu. Das andere ist einfach ein bisschen frischer. Weil es halt einfach ein bisschen mehr Säure hat, die Zitrone, logischerweise. So sieht das jetzt aus. Ich habe da jetzt nochmal gerade so einen Löffel vom Pastawasser dann zugegeben, dass wir einfach ein bisschen Flüssigkeit haben. Und jetzt geben wir einfach die Paste direkt aus dem Topf hier rein. Dann kommt hier unsere Petersilie dazu. Und jetzt haben wir hier einen Feta-Käse, den haben wir einfach schon ein bisschen zerbröckelt. Der kommt jetzt auch noch dazu. Nicht von Anfang an alles, weil der Feta-Käse, der fängt auch an zu schmilzen. Und wenn ihr alles auf einmal reinhaut, dann habt ihr nachher gar keinen, habt ihr mehr eine Feta-Soße, wie das ihr nachher noch diese Feta-Stückchen drin habt. Kann auch hingehen, am Anfang die Feta-Stückchen ein bisschen zu zerdrücken. Dann gibt es wie so eine Art Soße. Ihr seht auch, die Pasta, die bindet sich richtig hier ab. Also das ist nachher schon eine richtig gut durchgezogene Pasta. Da gilt jetzt auch wieder die Regel, wie immer, einfach einen kurzen Moment einfach mal chillen lassen. Dass einfach die Nudeln sich nochmal vollsaugen können. Und wenn ihr merkt, okay, es ist doch ein bisschen trocken, dann geht ihr einfach nochmal hin. Nochmal einen kleinen Fetz Olivenöl. Das Einzige, auf was ihr aufpassen müsst, ist, dass ihr kein Salz jetzt nochmal zum Nachwürzen nehmt. Weil, beziehungsweise erst, wenn ihr probiert habt, weil durch die Kapern und durch den Feta-Käse ist da eigentlich genug Salz drin.
Genau, die Nudeln sind ja auch schon gesalzen vom Wasser her. Ein bisschen Pastawasser ist ja auch drin. Und lässt man das richtig schön, man muss das wirklich richtig schön durchmischen, dass auch alles überall ist. Dann hole ich mal einen Teller. Also ich habe es einfach mal probiert, ohne euch irgendwie davor das zu zeigen. Wir blenden einfach jetzt ein Foto ein oder irgendwie so. Ich muss es einfach probieren. Ich bin einfach ganz großer Fan von dieser Pasta. Ich finde einfach Feta-Käse, Kapern und Nüsse finde ich einfach eine geile Kombination. Und dann in Form von Pasta, Petersilie, Knoblauch. Was will man mehr? Probiert es einfach selber aus. Und es geht wirklich rucki zucki und man muss dafür auch gar nichts können, außer einfach Spaghetti aufrollen. Also dann, guten Hunger.